Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2014 mit Ulsen und dem Koali. Wir zocken jetzt mal ein paar Runden Magic gegeneinander und es ist auch immer schön, ein bisschen Duels of the Planeswalker gegen ein paar Leute zu spielen, die man kennt. Also falls ihr Lust habt und auch mal eine Runde mit Ulsen spielen wollt, ich bin immer dafür zu haben und müsst ihr euch nur hier mich adden bei Steam. Und dann können wir eine Runde Duels zocken. Und der Koali hat das, der kann Magic. So, ich bin hier gerade mal wieder am Buggen. So, jetzt kann ich mir endlich mein Deck auswählen. Und was spielen wir denn hier? Ich bin mir unschlüssig. Aber zieh ins Ruhm-Gedankenlabyrinth. Nee, wir haben doch letztes Mal ein Deck angefangen. Wir haben doch hier, wie hieß das? Die offene Rechnung, ne? So, ich glaube, das zocken wir zuerst mal. Und dann starte ich hier. Dann geht's los. Mit der offenen Rechnung hier wollen wir ja immer versuchen, schön die dicken Kreaturen zu retzen. Oh Gott, ich habe hier gerade schon wieder den Brummkreisel aktiviert. Was haben wir denn gezogen? Wir haben 3 Mana. Wir haben den verwesenen Bolt, Kreaturbolt-Zombie. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab. Der verwesene Bolt erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges, Grenzwert. Solange 7 oder mehr Karten in deinem Friedhof sind, erhält der verwesene Bolt +1/+1 und kann nicht blocken. Den runenvernarbten Dämon. Da können wir uns eine Karte durchsuchen, wenn der rauskommt. Oh Gott, jetzt haben wir das schon genommen. Immer diese... geht alles schon wieder zu schnell für mich. Klinge des Schicksals haben wir noch. Kummer. Ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten aus seiner Hand offen vor. Durchkämmen. Er zieht 3 Karten, wirft dann eine aus deiner Hand ab. Okay. Das heißt, wir spielen erstmal ein schwarzes Mana und spielen den verwesenen Bolt. Bitteschön. Ja, leider haben wir nichts zum Retzen gerade. Wir haben nur was zum Killen. Kummer. Können wir eine Karte abwerfen lassen von ihm und dann durch Kämmen spielen. Also zum Abwerfen können wir schon. Wir können nur nicht retzen. Oder? Ja, du bist ja hier der Abwerfer. Ayani Sonnenkämpferin. Mit Lebensverknüpfung 2/2. Der Koali. Was treibt er da? Ich sehe es doch hier schon kommen. So, spielen wir erstmal den. Und machen wir jetzt den Kummer erstmal. Wir können ja momentan nichts anderes machen. Dann machen wir einfach mal den Kummi auf den Koali. Dann schauen wir mal, was er so auf seiner Hand hat. Wahre Überzeugung. Alle Kreaturen, die du kontrollierst, haben Doppelschlag und Lebensverknüpfung. Nö, das Totemgelenk der harte Beest. Der Himmelsjägerplänkler. Oder die Tafelbergzauberin. Ich glaube, wir werfen das harte Beest. Das kostet 5 und er kostet 6. Der hat nur noch 1 Mana. Das heißt, ich glaube, wir werfen das harte Beest ab. Obwohl, nee, wir werfen das Ding ab. Falls wir gleich so eine Karte ziehen, dass wir doppelt retzen, dann gefällt mir das gar nicht. Und wir greifen momentan natürlich nicht an. Diese Doppelschlagkram, das wäre ja auch zu frech, wenn wir das direkt gleich auf den Popo kriegen. Da ist er, der Himmeljäger-Plänkler. Hätte ich natürlich auch abwerfen können. Der ist schon geil. Gerade, dass er sich jetzt das Leben hier hochretzt, gefällt mir gar nicht. So, und ich glaube, wir werfen jetzt erstmal den dicken Dämon hier ab. Schön. Und jetzt spielen wir das Blaue. Mist, wir können jetzt durch Cam immer noch nicht spielen. Und ich glaube, wir töten jetzt erstmal seinen 2/2er mit der Klinge des Schicksals. Das sollte schon sein. Denn auf Lebensverknüpfung habe ich gerade keinen Bock. Gerade wo wir noch nicht wirklich blocken können. Ich meine, wir könnten blocken, aber er hat ja Doppelschlag und das heißt, er hat auch Erstschlag mit dem Ding. Das finde ich nicht so gut. Ayanis Auserwählte. Immer wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bringe einen 2/2 weißen Katze-Kreaturen-Spielstein ins Spiel. Falls diese Verzauberung eine Aura ist, kannst du sie an den Spielstein anlegen.
Der ist natürlich geil. Der ist geil. Wir haben leider nichts zum Retzen. Ist ein bisschen doof. Oh, jetzt kriegen wir mal 2 Schaden durch den. Ah, wir müssen jetzt hier ganz schnell was machen. Oh, kein Retz auf der Hand. Verdammt. Der versteckte Schrecken und nochmal durchkämmen. Werfen wir erstmal einen Mana ab. Oh, gleich kommt erstmal der versteckte Schrecken, damit wir nicht mehr so viel Damage kassieren. Ach scheiße, dann müssen wir eine Kreaturenkarte aus unserer Hand abwerfen, die wir natürlich gerade nicht haben. Das wird eine knappe Geschichte hier. Jetzt kommt auch noch das harte Beest. Kann er sich eine Aura-Karte aus seiner Bibliothek holen? Ach. Ja, wir haben nicht gut gezogen. Wir hätten den Retz haben müssen am Anfang. Da muss man drauf achten. Geistermantel. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält +1/+1 und hat Schutz vor Kreaturen. Wie unschön. Der alte Zauberschleuderer. So, wir opfern jetzt mal unseren kleinen Racker hier. Wir wollen ja nicht so viel Schaden kassieren. Da ist das dicke Monster. Das heißt, wir können schon mal den versteckten Schrecken spielen. Das ist gut. Leider kriegen wir gleich übelst Damage. Durch diesen blöden Geistermantel. Da kommt er natürlich auch. Und er kriegt sogar noch einen 2-2er dazu. Grrr. Gefällt mir gerade gar nicht, was hier passiert. Gefällt mir gar nicht. Und er greift natürlich nur mit seinem Jäger-Plänkler-Dings da an. Das heißt, wir müssen gleich diesen einen Typen retzen und uns dann einen Damage-Cast holen. Das ist unsere einzige Rettung eigentlich gerade. Dass wir gleich ein Removal ziehen. Wir haben 2-mal durchkämmen auf der Hand des Arendtraum. Immerhin könnten wir jetzt noch die Klinge des Schicksals spielen. So. Was haben wir hier gezogen? Himmelblaue Sphinx, verdammter Geisterbeschwörer. Oh. Spiel mir eine der Karten auf deine Hand, die du abwerfen willst. Wir werfen die sich entfaltende Wildnis ab, auf jeden Fall. Mist, ey, wieder kein Retz gezogen. Na Scheiße. Nur den verdammten Himmelsbeschwörer. Ach, jetzt kommt da noch der himmlische Mantel. Verzaubert eine Kreatur. Verzauberte Kreatur hat +3/+3. Immer wenn die verzauberte Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, verdoppele die Lebenspunkte ihres Beherrschers. Yo, das ist auf jeden Fall krass. Ah, 5. Mist, wir sind tot. Das war's schon. Yay. Ja, geil. Ah. Doof. Da hat der Koali uns direkt mal gezeigt, wie man so ein weißes Deck spielt. Und wir haben hier bewiesen, wie wir nicht spielen müssen. Naja, das war's schon. Ja, traumhaft. Nur Crap gezogen, ey. 3-mal dieser Kartenzieher auf der Hand. Wir haben das Deck hier natürlich auch noch nicht wirklich eingestellt, ne? Hart. GG. Aber es geht hier natürlich sofort weiter. Das können wir ja nicht auf uns sitzen lassen, oder? Tauschen wir hier mal ein bisschen die Decks durch. Gedankenlabyrinth. Angucken gehen will er. Was? Juhu. Ey. Komm wieder, Koali. Sonst kommen hier gleich andere Leute in hier rein. Muss ich hier gleich wieder rausgehen? Hallo? So, welches Deck könnten wir denn als nächstes spielen?
Die offene Rechnung? Ne, hatten wir ja gerade. Wächter des Lichts. Ich würde sagen, wir spielen mal was anderes. Was wir lange nicht mehr gespielt haben. Vielleicht Stärke des Jägers? Obwohl Stärke des Jägers eigentlich nicht so geil ist. Oh, jetzt muss ich hier wirklich rausgehen. Was macht Koali? Ich kann ja nicht rauszwitschen. So, ja, ich bin gleich wieder da. Moment. So, und jetzt geht's weiter. Wir haben uns hier wieder eingefunden im Spiel. Ich hoffe, der Koali geht gleich nicht wieder raus und kackt dir wieder alles ab. Ach, dieses Magic. Dieses Interface ist aber auch nicht das Beste, was man je in einem Spiel gesehen hat. So, und welches Spieldeck spielen wir denn jetzt? Usen, akut verwirrt. Das kennt ihr zwar, aber mal gucken. Ich glaube, wir spielen mal Ausweichen und Verbrennen. Da wir gerade so deklassös verloren haben, müssen wir jetzt mal ein bisschen fies spielen. Okay. Los, Koali, mach go! Alles klar. So, Ausweichen und Verbrennen bleiben wir. Und dann schauen wir mal, was wir uns hier machen können. So, wie haben wir denn hier gezogen? Wir haben zwei Mana, die zauberbrechenden Teufel, den vulkanischen Auswurf, den Schwefelschwall, die Gelegenheit, alles nur so riesige Dinger, müssen wir neu ziehen. Ein Mana, scheiße, müssen wir neu ziehen. Ein Mana, scheiße, müssen wir neu ziehen. Ja, das war ja ein traumhafter Zug. Okay. Ja, dreimal mulligen, ne. Ist eigentlich totale Scheiße. Jetzt haben wir wieder kein blaues Mana und konnten überhaupt nichts spielen. Gie. Ja, so läuft das hier. Da kann man manchmal nichts machen. Da zieht man halt einfach die totale Grütze. Aber wir lassen uns davon ja hier nicht abturnen. Was war das? Das war wieder der Schwefelschwall, ne? Der Schwefelschwall fügt jeder Kreatur und jedem Spieler zwei Schadenspunkte zu. Falls du diesen Zauberspruch während deiner Hauptphase wirkst, fügt der Schwefelschwall stattdessen allen Kreaturen und allen Spielern drei Schadenspunkte zu. So, erstmal ein zweites Mana. Und Koali spielt wieder weiß. Ist es wieder dasselbe Deck wie eben? Es ist die Tafelberg-Zauberin kommt. Immer wenn du eine Verzauberung wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Ist natürlich ziemlich geil. Oh, wir ziehen wieder ein rotes Mana. Vulkanischer Auswurf. Der vulkanische Auswurf kann nicht neutralisiert werden. Der vulkanische Auswurf fügt jeder Kreatur und jedem Spieler zwei Schadenspunkte zu. So, den heben wir uns jetzt aber ein bisschen auf. Ist ja auch ein Spontanzauber. Das heißt, wir können ihn auch in seiner Runde spielen. Vielleicht spielt der Koali ja jetzt noch was Kleines. Der hat natürlich direkt wieder 3-3. Das ist nicht so nett. Das heißt, wir kriegen den gerade nicht tot. Warum greift er mit der an? Man weiß es nicht so genau. Da haben wir immerhin viertes Mana. Das heißt, wir können jetzt den Schwefelschwall spielen und seine beiden Kreaturen da erstmal töten. Das ist doch ganz nett. Das hat mir jetzt schon Freude bereitet. Leider brauchen wir immer noch ein blaues Mana. Oh, da kommt nochmal die Tafelwerkzauberin. Wie frech. Wie frech. Und vergolden haben wir für 4 Damage. Können wir damit verteilen und einem selber 2 Schadenspunkte geben. Interessant. Dann machen wir momentan nichts. Wir brauchen immer noch ein blaues Mana. Aber dieses Ausweichen und Verbrennen, der gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Damit kann man den Gegner so richtig schön nerven. Na, die Chorgeistertänzerin. Die Chorgeistertänzerin erhält +2/+2 für jede an sie angelegte Aura. Immer wenn du einen Zauberspruch, einen Aura-Zauberspruch wirkst, kannst du eine Karte ziehen. So, die ganzen Typis hier, die müssen jetzt erstmal weg. Moment. Spielen wir nochmal schnell den vulkanischen Auswurf. Für 2 Damage. Den Erdbeben haben wir auch noch. Und verkohlen. Ich brauche doch ein blaues Mana. Und nichts anderes. Na gut, immer haben wir Damage Casts. Mit denen wir seine ganzen Kreaturen wegbrutzeln können.
Ist ja auch ganz nett, ne? Der arme Koali. Nochmal die blöde Chorgeistertänzerin. Oh Mann. Also, ach, nochmal verkohlen. Ja, Traum. Aber da gibt es doch wieder Schaden für uns. Das will ich doch gar nicht. Wir können jetzt natürlich mit denen hier insgesamt 8 Schaden machen. Aber wir können noch nicht genug machen, obwohl Erdbeben natürlich auch geil ist, aber das können wir momentan noch nicht benutzen und wir haben 6 Karten auf der Hand. Das heißt, wir lassen ihn jetzt erstmal gewähren für die nächste Runde. Gucken, was da so passiert. Falls er jetzt eine Aura spielt, dann müssen wir aber ganz schnell am Trigger sein mit Verkohlen. Das harte Beast, ja, von mir aus. Kann er jetzt natürlich direkt erstmal was ziehen. Kann sich wieder so eine geile Aura rausziehen, was mir gar nicht gefällt. Das gefällt mir gar nicht, du. Unzerstörbarkeit. Verzaubert eine bleibende Karte. Die verzauberte bleibende Karte hat Unzerstörbarkeit. Ihh, das ist ja eklig. So, ich hätte jetzt gern ein blaues Mana. Das wäre mir jetzt extrem wichtig. Oh, toll, jetzt kriegen wir das blaue Mana erst nächste Runde, nachdem er seine Scheiße da zaubern kann. Aber wir kriegen die beide jetzt nicht weg, diese Runde. Ich könnte höchstens 3 Schaden machen, beziehungsweise... Wir wollen auf jeden Fall nicht, dass er das auf die Chortante zaubert, oder? Dann kann er auch eine Karte ziehen. Nur auf das harte Beast. Ist natürlich nicht so cool. Wie können wir... Die kriegen wir dann nicht mehr weg, glaube ich. Die ist dann unzerstörbar. Okay, dann machen wir erstmal Verkohlen. Auf seine 0-2er-Kreatur hier. Aber den kriegen wir gerade nicht weg, leider. Der wird unzerstörbar sein. Ah, der Himmeljäger-Plänkler. Oh, jetzt kann er doch die Unzerstörbarkeit gar nicht mehr casten, oder? Die kostet bestimmt mehr als 2. Oh, da hat er uns aber einen Gefallen getan. Das war sehr nett. Vom Herr Koali. Das war wirklich sehr nett. So, und was machen wir? Wir können jetzt die winzigen Dragonauten casten. Aber wir müssen uns auf jeden Fall genug Mana aufheben für ihn hier. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 4 oder weniger. Ich glaube, die Unzerstörbarkeit kostet 4 oder weniger. Okay, dann. Ah ne, können wir nicht. Wir könnten es nur verkohlen. Bisschen nervig gerade, da wir jetzt immer 2 Schaden kriegen. Aber wir müssen das fast machen. Kein Bock auf diesen Typ wieder. Der gibt uns nämlich nächste Runde auch 2 Damage. Machen wir es erstmal so. Und weiter geht's. Da kommt die Unzerstörbarkeit. Cancel, Baby, cancel! Schön war das. Das war ein Traum. Und wieder 2 Damage. Das gefällt mir gar nicht. Frechheit. Ha, die Fette. So, jetzt müssen wir erstmal die kleinen Dragos machen, ne? Weil... Mehr Schaden. Ich kann jetzt hier keine 6 Schaden machen auf uns. Das kann ich noch nicht mal. 5 könnte ich nur machen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Dann machen wir lieber erstmal die Dragos. So, also wir haben zwar noch nicht verloren, aber nach Gewinn sieht es auch momentan nicht so wirklich aus. Das ist nicht so einfach. Gerade wenn man nur noch 7 Leben hat. Aber so wie wir am Anfang gezogen haben, war das natürlich auch hart.
Jetzt können wir nicht canceln, ist ja auch schön. Göttliche Gunst. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die göttliche Gunst ins Spiel kommt, erhältst du drei Lebenspunkte. Die verzauberte Kreatur hält plus 1, plus 3. Ach, wie frech. 3, 8, ne? Soll ich den denn töten? Ich glaube, ich muss unsere Decks hier unbedingt mal streamlinen, sonst geht das nicht. Ah, so, ihn hier raus. Nur Scheiße hier auf der Hand, ey. Da muss man ein bisschen mit arbeiten. Gerade weil das Deck hier auch relativ voll ist, müssen wir hier auf jeden Fall eigentlich mal ein bisschen sortieren. Das müsste ich eigentlich mal off-camera machen. Oder ich kann es auch on-camera machen, ist eigentlich auch egal. So, den Typi muss ich jetzt natürlich opfern. Da wir sonst fast des Todes wären, das geht ja nicht. Oh, da kommt das blöde Elementar. Und das war's für uns. Ja, ein Traum ist das, wie wir hier spielen. So, dann töten wir uns jetzt selber. Bam. Mann, diese Decks.